Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario World. Beim letzten Mal haben wir den Rest von Bowsers Welt durchgespielt. Wir stehen vor Bowsers Castle. Ich habe mich mit zwei Federn ausgestattet, damit ich mehr Sicherheit habe. So, wir gehen in Tür 2. Hier gehen wir in Tür 5. Ne. Nochmal. Los geht's. Das war eine sehr knappe Geschichte. Hinter dieser Tür verbirgt sich Bowser. Den Pilz benötigen wir nicht. Die zweite Form von Bowser ist etwas aggressiver. Der hat auch eine Kugel, die er gleich aus seinem Ballon oder Gefährt rausschmeißt. Na. Einfach keinen Platz zum Werfen. Sehr knapp jetzt. Es wird nichts. Super. Wie gesagt, die zweite Form ist aggressiver.
Wir nehmen eine Abkürzung. Auf ein neues. Die erste Form, die gelingt mir ganz gut. Die zweite Form ist schwieriger. Nein. Ein Flüchtigkeitsfehler, das ist ärgerlich. Die erste Form von Bowser, die gelingt mir eigentlich immer ganz gut, da er sich gleichmäßig bewegt. Da kann man ungefähr abschätzen, wo er landet. Die zweite Form, die ist immer was schwieriger. Kommt der Feuerregen, da müssten wir hier in Sicherheit sein. Na toll.
Immerhin ein guter Start. Jawohl. Okay, jetzt kommt die dritte Form, die ist aggressiv, am aggressivsten. Nein. Nein. Jawohl. Bowser ist besiegt. Glaubt's mir, Leute, das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist durchgespielt. Die 7 Eier hinter Yoshi. Das sind die Yoshis, die wir aus den einzelnen Burgen gerettet haben. Wir sehen nun die Credits. Genießt den Abspann.
Yoshi und Mario und Prinzessin Peach sind nun zu Hause. Nun kommen Beschreibungen von den Gegnern. Ihre Nutzerrasse. Mecha-Koopas. Bowser und seine Kinder.